Herzlich willkommen auf dem Channel Flo, der YouTuber. Ja, ihr seht schon, ich bin hier in Minecraft in der Version 1.12.2. Und ja, wir spielen heute tatsächlich wieder eine Runde Minecraft. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe so ein kleines City-Bild mal angefangen aufzubauen. Es wird irgendwie nichts drauf. Ich bin gerade froh, dass zumindest ein Spieler drauf ist. Aber ich habe mir gedacht, um mir nicht nur, also, ja, wie sagt man, ich spiele halt auf meinem Server nicht mehr so, wie man normalerweise Minecraft spielt, beziehungsweise so, wie man Citybuild spielt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche mir noch einen anderen Server, wo mir recht gut zusagt, wo ich dann auch tatsächlich drauf Videos machen werde oder von Videos machen werde, sowie natürlich auch da drauf etwas mehr Zeit verbringen werde, weil bei mir ist halt nichts los. Und deswegen liegt auch mein Schluss fest, Ende des Jahres wird mein Server dann quasi verschwinden und nur noch online sein, wenn ich dann quasi mal einen Livestream mache etc. Aber das kommt ja eh recht selten vor. Ja, ich habe mir hier mehrere Server rausgesucht. Wir haben ja hier unseren Mod-Server, hier den lokalen Server von mir, noch einen anderen Server, ab 1.6. verfügbar sein soll. Und ich habe hier den OP-Sucht-Server von Fox, Abgeserver GryphoGames.net, Flo-Server Bausucht, SkyGuy Server, den Durchrasten.de und den Revinsides TV, den Minigame-Server. Ich habe natürlich bei allen Servern so ein bisschen angefangen und habe mich tatsächlich für Fox-Server entschieden, und zwar OP-Sucht. Ja, ich spiele jetzt seit 11 Stunden oder 12 Stunden auf OP-Sucht. Wir können uns das gleich mal in aller Ruhe angucken, meine Lieben. Und zwar, ich spiele auf Citybuild 1, auf der Version 1.12.2. So, wir gehen mal durch das Portal und hier seht ihr tatsächlich auch schon mein Haus, was jetzt in den letzten, wir gucken mal in die Statistik, ja, 9 Stunden entstanden ist tatsächlich erst. Ist auf jeden Fall schon mal ziemlich krass. Und ja, ihr seht schon, ich habe natürlich mittlerweile Melonen, Weizen am Start, also absolut überhaupt kein Problem hier auf dem Server. Und natürlich auch Kartoffeln sowie etwas, ja, Zuckerrohr für Bücher zum Verzaubern. Was mir auf diesem Server auf jeden Fall richtig gut gefällt, ist die Gemeinschaft von allen zusammen. Das heißt, ich wurde jetzt auf jeden Fall als Neuling nicht gescammt, also da muss ich auf jeden Fall sagen, richtig gut. Und was mir auf jeden Fall richtig gut gefällt, ist das Schild-Shop-Plugin, was sie haben. Ich habe hier auch mal so einen Shop gemacht, wo ich quasi meinen Namen reinschreibe, wie viel Stück, wie viel Geld man dafür zahlt und was es ist. Die User brauchen nur mit Rechtsklick draufklicken, das heißt, sie können auch einkaufen, wenn ich anscheinend offline bin. Oder muss ich online sein? Das habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil ist ja auch ein bisschen schlecht mit nur einem Account. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, der Server taugt mir. Ich wurde jetzt noch nie von irgendwelchen Usern gekillt. Aber ich zeige euch erstmal so den Rest des Servers. Dazu gehen wir erstmal an den Spawn. Mit Warp Spawn kommen wir zum Spawn. Ja, hier unten ist tatsächlich, sind Tierspawner von Kühen und Schweinen, was ich natürlich richtig geil finde. Hier steht auch übrigens ein Schild, von wem das ist. Spawner von Lilian. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Also ums Essen braucht man sich hier auf dem Server, wie gesagt, auf jeden Fall keine Sorgen machen. Auch vom Hunger her muss ich sagen, dauert ziemlich lang, bis das weg ist. Und ihr seht, hier auf Citybuild 2 sind im Moment 150 Leute online. Wir können ja mal gucken, wer so online ist. Ja, Lidevin, Nils, die Mods, Supporter, Platinum, Premium. Es sind echt einige auch mit Ränge online. Ich habe natürlich noch keinen Rang. Ich bin immer noch normaler Spieler. So schaut der Spawn aus. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also auf jeden Fall richtig geil gebaut an die Bilder. Also ich finde es geil. Ich kann dazu gut bauen. Man sieht es vielleicht an meinem Haus. Ist jetzt nicht so schön. Hey. Also, aber das mit den Spawnern hier unten, das feiere ich auf jeden Fall übelst. Ja, was haben wir noch? Wir haben Warp Farm Welt. Da können wir auch mal hingehen. Das ist die Farm Welt. Und ich habe mir natürlich hier mittlerweile schon einige Homes gesetzt. Natürlich, slash set home. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Hier kann ich nicht abbauen. Das funktioniert nicht, aber weiter draußen sieht man dann eine kleine Bedrock-Ebene, also eine kleine Bedrock-Linie. Wenn ich hier, da wollen wir nicht runterfallen, das wäre ein bisschen ungünstig.
Und ab hier kann ich nun tatsächlich alles abbauen. Was ich natürlich richtig nice finde, weil so schaut wenigstens der Spawn nach Wochen immer noch gleich aus. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, auch wenn das hier jetzt extrem heftig ausschaut, aber wie gesagt, ich habe mir so ein paar Homes gesetzt. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist zum Beispiel jetzt das Holz-Home, was ich komischerweise also nicht Holz, sondern Home genannt habe. Ich war da ein bisschen verpeilt an dem Tag. Aber ihr seht, Holz ist auf jeden Fall richtig was da. Also, das habe ich auch schon schlechter erlebt auf Servern, aber hier muss ich sagen, Respekt, Respekt. Und ihr seht ja auch mein Kontostand, 8000. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. Hey, da gibt's Pilz. Toll, ich bin zu klein. Ah, okay, dann gehen wir mal nach Hause, denn ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet, was wir jetzt hier tatsächlich in der Folge machen werden. Denn wir werden mal, ja, erstmal das Eisen in den Ofen stecken, das Fleisch auch noch in den Ofen. Ihr seht schon, ich habe hier so tatsächlich schon mittlerweile echt mittlerweile auch einen Zaubertisch. Also finde ich auf jeden Fall richtig nice. Ja, ich werde jetzt erstmal mein Zeug schnell ernten und dann werden wir uns in die Farmwelt begeben und Erze suchen. Let's go! So, das Zeug haben wir tatsächlich alles geerntet und ich würde sagen, wir werden jetzt wieder das Zeug aufräumen hier. Und dann, ja, die giftigen Kartoffeln, die machen wir mal eben schnell so. Mal eben weggeschmissen, fertig. Melonen hier rein, die kann man ja kaufen. Und hier kriegt man, wenn man eine kleine Spende von einem Ingame-Donner da lässt, kriegt man tatsächlich einen Weizensamen. Natürlich, oder Weizenkorn. Natürlich mal übelst witzig. So, das Fleisch nehmen wir raus. Schauen wir mal, ob wir noch Weizen haben. Nein. Machen wir jetzt gleich mal aus dem Weizen noch schnell Brot, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Das ist übrigens der Grund, warum ich mit der 1.12er spiele, weil ich hier nämlich dieses Crafting-Book habe, was ich natürlich übelst feiere, weil ich weiß zwar einige Rezepte, aber so bin ich der Meinung, geht das tatsächlich so ein bisschen schneller. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. So, das auch da rein, das da rein. Und dann würde ich tatsächlich sagen, holen wir uns noch was zu essen, nehmen wir ein paar Spitzhacken mit. Ja, die nehmen wir notfalls auch mal mit. Holen wir was zu essen. So. Und mal schnell was snacken. So, achso ja, Fackeln brauchen wir noch. So. Und ab geht's in die Mine. So, ihr seht, hier habe ich tatsächlich schon so ein bisschen angefangen, nach Erze zu suchen. Chillig war es auf jeden Fall, ich habe ohne Aufnahme mehr Erze gemacht. Schauen wir mal, ob ich in der Aufnahme auch tatsächlich ein bisschen Kohle oder irgendwas finde. Aber ich würde sagen, ich melde mich tatsächlich bei euch, wenn ich eine Timelapse habe, weil, wenn ich was gefunden habe. Weil sonst dauert das hier für euch einfach zu ewig. Ja, zwischendurch nach oben gucken wäre echt intelligent, denn da oben haben wir auch schon das bewährte Eisen. Das ist immer ganz geil. Ich habe am Anfang echt viel Eisen gekauft, aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch ein bisschen was gefunden. Was ich natürlich auch übelst feiert, dass es hier tatsächlich so eine chillige Farmwelt gibt. Ich sage ja, ich wurde noch tatsächlich von keinem gekillt oder ähnliches und auch so die Communities auf dem Server hat einfach krass. Ich war jetzt zwar noch nicht auf dem Teamspeak, ich bin nur einmal kurz raufgejoint. Aber ich werde tatsächlich gucken, dass es demnächst ein bisschen öfters in dem Teamspeak da abhängt. Falls ihr mich aber so mal treffen, mit mir reden wollt, könnt ihr auch gerne mal im Discord vorbeigucken. Discord ist unten in der Videobeschreibung. Sowie auch die IP von diesem Server hier, von opsucht.net. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du selber Minecraft spielst und Citybuild-Fan bist, könntest du ja da tatsächlich auch mal vorbeigucken. Ich muss sagen, ich habe auf Relinzai, Hüfer Games tatsächlich auch ein Grundstück, aber da bin ich noch lange nicht so weit wie hier. Also das kann man nicht vergleichen. Ich muss sagen, hier merkt man schon, er möchte rausstechen mit dem Server und auch wenn es dunkel ist, ich habe bis jetzt noch keine Monsterbegegnung in der Farmwelt gehabt und so weiter. Im Nether war ich tatsächlich noch nicht, aber da werden wir uns nachher tatsächlich auch mal hinbegeben.
hole jetzt hier noch das letzte Eis und dann gehen wir tatsächlich mal in Meta. Ich war nämlich da, muss ich sagen, noch gar nicht. Wo ich war, was ich euch gleich mal zeigen kann, ist, ich habe ja selber diesen kleinen CityBuild-Server da, wie auch immer, ne? Und ich kenne natürlich so ein paar Befehle, wo ich mir denke, die funktionieren hier nämlich auch. Man kann nämlich mit slash warp die Warps nachgucken, also welche Punkte gesetzt worden sind. Und da ist ein Punkt dabei, wo ich mir so ein bisschen, ja, so ein bisschen so einen komischen Gedanken dabei mache. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal in das Meta, beziehungsweise erstmal nach Hause, denn ich möchte meine 15 Eisen natürlich nicht verlieren, weil das wäre so ein bisschen schade, wenn ich jetzt durch irgendwelche Fehler von mir mein Eisen verliere. Das kann ich auch gleich in den Ofen stecken. Das ist ganz gut. So. Dann, ja, das daran. Also, ihr seht, ich habe jetzt, wenn ich das und die 30, wo ich jetzt raus habe, zusammenzähle, 36 Eisen und das ist nichts gekauft, das ist alles selber jetzt erfarmt in kürzester Zeit und ich finde es auf jeden Fall mega. Auch die Preise sind, wir schauen uns nachher mal noch zwei, drei Shops an. Also das Video wird tatsächlich ein bisschen länger, aber ich glaube, warum sollte man das nicht tun? So, die Spitzhacke lasse ich da, die ist mir tatsächlich zu heilig und ich zeige euch jetzt mal was. Und wenn man nämlich Warp eingibt, kann man nämlich die Warp-Punkte abfragen. Das ist Admin Shop, das ist End, Event, Farmwelt, Nether, Spawn und Test. Wir gehen mal tatsächlich auf Warp Test. Das funktioniert nämlich sogar. Das finde ich ein bisschen krass. Ich frage mich nur, für was das hier da sein sollte. Also, da bin ich echt so ein bisschen überfragt. Falls ihr es wisst, dürft ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Mich würde das nämlich mal interessieren, warum der Warp-Punkt-Test da ist. Jetzt gehen wir uns tatsächlich mal das Nether angucken. Und schau mal, was so im. Oh, Alter. Na, ob wir nicht da wieder sterben. Das wäre so ein bisschen. Im Nether sterbe ich eigentlich am meisten, habe ich festgestellt. Ja. Hier steht es auch schon. Willkommen im Nether. Diese Welt wird regelmäßig resettet. Finde ich richtig geil, weil so sind zumindest Items für jeden noch da und nicht nach 2, 3 Wochen nichts mehr, ne? Alter Schwede. Krass. Also ich muss sagen, echt Respekt an die Serverbesitzer, dass sie das so durchsetzen können. Und was ich sagen muss, ich kenne es ja zum Beispiel von Griefer Games, diese Bugs, ich kenne es ja auch von mir, von meinem kleinen City-Build-Server, dass solche Bugs auftauchen. Wie gesagt, ich suche einen Server, wo ich tatsächlich spielen kann, wo ich mich nicht mit Admin-Problemen oder irgendwelchen Bugs oder irgendwelchen Plugins rumärgern muss, sondern wo ich wirklich sagen kann, hier bin ich normaler Spieler, beziehungsweise wenn ich hier irgendwann mal ein YouTube reinkriege, wäre es natürlich mega nice. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das wird ein Server sein, wo ich tatsächlich regelmäßig spielen werde. Jetzt die nächsten Tage tatsächlich öfters, denn auch wenn es schwer klingt, ich habe demnächst eine kleine Zahn-OP. Okay, klein gut gesagt, 16 Zähne werden gezogen. Muss ich tatsächlich sagen, da brauche ich was danach zum Tun, aber keine Sorge, für euch fallen die Videos wie gewohnt am Wochenende, wo es dann um Thema Windeln geht, nicht aus, denn sie kommen wie bisher. Also ich habe vorgedreht, schneiden werde ich sie tatsächlich dann nächste Woche oder jetzt noch am Wochenende ein Teil, sodass ich quasi nächste Woche, wo ich vielleicht nicht ganz so reden kann, wie ich jetzt rede, tatsächlich dann für euch Videos schneiden und hochladen kann, was natürlich dann schon mal einen mega Vorsprung bringt. So, wir suchen jetzt aber hier auch gar nichts. Wir gehen jetzt mal zu ein paar Leuten, die wo ich jetzt zumindest über die Nacht hinweg kennengelernt habe, wo ich auch schon tatsächlich ein paar Sachen gekauft habe. Das wäre einmal der. Jetzt ist der nicht online. Doch, Buhmann heißt er. PH Buhmann, da gehen wir jetzt hin. Der hat nämlich auf jeden Fall einen richtig nicen Shop. Dann seht ihr auch ungefähr schon mal die Preise. Also, schaut euch mal das Grundstück an. Das ist einfach. Leute, das ist einfach heftig. Ich glaube, es ist sogar, es ist alles auf einem Plot. Das ist so wie ich das sehe, alles auf einem Plot und das ist halt einfach mega nice, ne? Also Zuckerrohr, dies, das, jenes. Also muss ich echt sagen, Respekt an diesen Spieler. Ich glaube, der ist sogar Platinum oder irgendwie so war der oder ist der. Und der ist Platinum, genau. Finde ich auf jeden Fall richtig heftig, was da so abgeht. Shop, Treppen runter. Ja, wir gehen tatsächlich auch mal runter und wir schauen uns. Nein, jetzt habe ich von dem Item aufgenommen. Nein, 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 nein.
Okay, muss ich tatsächlich nach der Folge mit Human mal schreiben. Ihr seht es hier tatsächlich, also Diamanten kostet einer. Also oben steht immer der Name von dem User, wo der Shop, wo die Kiste gehört. Unten ganz unten steht dran, was es ist. Das B steht für Buy, also auf Englisch verkaufen. 45 ist die Geldanzahl und 1 ist das Einstiegsgeld. Das heißt, wenn ich jetzt restlich mache, kriege ich einen Diamanten für 45 Ingame-Geld. Finde ich auf jeden Fall schön, auch EXP-Bottles. Also ist auf jeden Fall richtig nice. Und jetzt schaue ich mal, ob der andere online ist. Wir geben das einfach mal ein. PH Eierkopf 02. Das ist nämlich auch einer, da habe ich meine ersten Items gekauft. Und. Also Leute, was geht denn hier ab? Der hat seinen Shop hier tatsächlich mit so schönen Pfeilen auch. Da muss ich auf jeden Fall jemand ihm schreiben, dass ich seinen Pfeil aus Versehen eingesammelt habe. Er hat es cool gemacht. Man muss hier draufstellen, einmal nach unten klicken und man ist dann hier unten. Ja. Hier habe ich, wie gesagt, meine Melonen tatsächlich. Hier, da kosten 5 Melonen 4. Ich verlange für 5. 15. Also, es müssen aktuell, muss ich einmal umändern. Gehe ich vielleicht auf 1 runter oder so, mal schauen. Ich will auch nicht die Preise hier drin kaputt machen auf dem Server. Muss ja nicht sein. Wie gesagt, ich kenne ja die Thematik durch meinen eigenen Server. Ja, mehr lässt sich auch tatsächlich gar nicht sagen. Außer, ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung von diesem Server hier gefallen. Wenn ihr mich auf dem Server antreffen wollt, dann könnt ihr mir ja unten mal in die Kommentare eine Uhrzeit, wie auch immer, reinschreiben, wann ihr so immer spielt, dann können wir mal gucken, ob wir zusammen in die Farmwelt gehen oder so. Oder einfach mal gucken, ob ich tatsächlich da bin. Einfach mal slash ph und dann Auto-Vervollständigen Flo, der YouTuber. Und mehr kann ich nicht sagen, außer ich bin raus. Das war's von mir. Hier habt ihr noch ein altes Baby-Wimmel-Video. Und hier kommt ihr zu meinem zweiten Kanal, wo es dann um Stoffwindeln geht. Mehr kann ich nicht sagen, außer heute. Haut rein. Ciao. Bis die Tage.